Es ist Handarbeit im Mikrometerbereich. Die Wandbilder einer altägyptischen Grabkammer strahlen wieder. Die Befreiung von schwarzem Ruß verdanken sie jedoch vor allem einem Laserstrahl. Ohne diese neue Technologie wäre die Restaurierung der über 3300 Jahre alten Grabkammer des Neferhotep kaum möglich gewesen. Seit 20 Jahren arbeitet ein Team daran, dass das Schwarz verschwindet. Von Anfang an dabei ist Christina Verbeek, die zusammen mit Kolleginnen auf die neuartige Lasermethode gestoßen ist. Sie erklärt das Prinzip. Wir haben eine dunkle, schwarze Schicht auf einer helleren Oberfläche. Und die schwarze Schicht absorbiert das Licht. Das Licht wird von dunklen Schichten, das Laserlicht, absorbiert. Und in diesem Prozess des Absorbierens dehnt sich die Schicht aus. Energieaufnahme, sie dehnt sich aus. Und durch dieses Ausdehnen platzt sie von der Oberfläche ab. Und im Optimalfall, wenn die Parameter am Laser richtig eingestellt sind, das haben wir in langen Vorversuchen alles durchgetestet, reflektiert die darunterliegende Schicht das Licht, sodass sie gänzlich unberührt bleibt. Für die Arbeit mit dem Laser sind etliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit auch die Restauratoren den Einsatz unbeschadet überstehen. Schutzbrille und Atemmaske sind ein Muss, denn der Laser verdampft ja die schwarze Rußschicht zu Feinstaub. Der gefährdet Schleimhäute und ist eingeatmet krebserregend. Im Grab TT49, so die offizielle Bezeichnung der Grabkammer des Neferhotep, arbeiten immer mehrere Restauratoren. Anders wäre das Arbeitspensum gar nicht zu bewältigen. Jeder hat sein Spezialgebiet. Zum Beispiel hier in diesem Bereich guckt, da sieht man auch, dass Risse drin sind, die zum Teil auch tief reingehen. Die sind schon mit einem speziellen Bindemittel auch injiziert worden. Und jetzt kommt praktisch nochmal als Schutzschicht, als Stabilisierung halt der Mörtel rein. Und dann ist es eigentlich auch gesichert, da können diese kleinen Fragmente auch nicht mehr rausfallen. Im Eingangsbereich begrüßen Neferhotep und seine Frau die aufgehende Sonne. Die Flachreliefs sind sehr gut erhalten, müssen aber an den Fehlstellen mit Spezialmörtel gesichert werden. Zudem entsteht so ein optisch homogenerer Eindruck. Im Pfeilersaal sitzt Astrid Bronner seit Stunden an der gleichen Stelle. Restauratoren brauchen viel Geduld und dabei auch noch wachsame Augen. Denn vieles sieht man erst auf den zweiten Blick. Ich mache die sogenannte Restfreilegung, das, was der Laser nicht schafft, mangels Kontrast. Also Laser funktioniert super, wenn der Kontrast am größten ist, schwarz auf weiß. Und das sind alte Reparaturen und die wurden mit Lehmputz durchgeführt und der Kontrast von Lehm auf der Malerei, der ist zu gering. Und deswegen dünne ich das aber auch nur, weil wir festgestellt haben, wenn die Lehmflemme gedünnt ist und die Schicht fast transparent und Nina dann nochmal lasert, dann geht noch was. Nicht locker lassen, das zahlt sich aus. Ägyptische und deutsche Restauratoren haben die Grabkammer möglichst nahe an den Urzustand gebracht. Das war nur im Team möglich und mit viel Akribie und innovativen Methoden, wie dem Laser. Dazu mussten die Restauratoren Methoden und Materialien perfektionieren. Zum Beispiel die optimale Mörtelmischung herstellen. Wüstensand mit der richtigen Körnung ist eine Voraussetzung, dass er zum Bestandsmaterial in der Grabkammer passt. Und natürlich ein gutes Auge und Fingerspitzengefühl. Vergorener Ziegenkäse, Falafel, Tomaten, Gurken, Fladenbrot. Die Ägypter lieben das und mittlerweile schmeckt es auch den Deutschen.
Die gemeinsame Frühstückspause ist mehr als ein liebgewordenes Ritual. Zeit zum Gedankenaustausch und um die nächsten Schritte zu besprechen. Der gemauerte Eingang zu TT 49. Die Grabkammer des Tempelvorstehers von Karnak liegt in prominenter Nachbarschaft. Vom Wächterhaus aus übersieht man viele wichtige Gräber in Westtheben. Das wohl berühmteste, der Totentempel der Pharaonin Hatschepsut. Die dunklen Wände in der eher kleinen Grabkammer des Neferhotep stammen übrigens vom Ruß einer mutwilligen Mumienverbrennung in einer Nebenkammer, die alles schwärzte. Da hilft nur der fachfraulich bediente Laser. Wir haben unterschiedliche Schädigungsgrade, deswegen kann man natürlich nicht einfach loslegen und Fläche machen, sondern man muss schon differenziert vorgehen und gucken, welche Stellen mit weniger Energie, welche mit höherer Energie gereinigt werden müssen. Das ist dann immer so eine Einstellung am Gerät, die man dann aufgrund von Erfahrungswerten dann halt treffen muss. Wenn alles richtig eingestellt ist, möchte man einfach nur zuschauen. Vor der Faszination lag jedoch eine Menge Arbeit. Wir machen das ja jetzt nunmehr schon über 10 Jahre mit der Laserreinigung und haben in undekorierten Bereichen angefangen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie reagiert die Schicht mit dem Laserlicht, wie müssen die Parameter eingestellt werden. Und als wir dann so unsere Bandbreite der Möglichkeiten ausgelotet haben, auch dank des Modifizieren des Gerätes durch den Laserhersteller, konnten wir die Malereien dann auch zerstörungsfrei reinigen. Nachdem das Schwarz verschwunden ist, beginnt die zweite spannende Phase der Erkundung der Grabkammer. Was erzählen die freigelegten Bilder und Inschriften vom Leben im alten Ägypten und besonders über den verstorbenen Neferhotep, den Tempelherrn von Karnak?